Ja, dann komme ich mal hoch zu Herrn Professor Boller. Ich gehe mal hier rum. Ja, herzlich willkommen. Ich bin Benjamin Mierwald und darf Sie auch im Namen von Lydia Weinberger, die gerade schon gehen musste, von der Volkshochschule willkommen heißen und natürlich vor allem Professor Thomas Boller willkommen heißen, der uns heute den Wissensstand über schwarze Löcher vermitteln wird. Aber nicht nur über schwarze Löcher. Wir sehen ja hier schon an der Leinwand die Themengebiete des Vortrags heute Abend. Und ich habe die Ehre, Sie kurz vorstellen zu dürfen. Professor Boller kommt zu uns vom Max-Planck-Institut für extraterrestrische Physik. Hat seine Doktorarbeit schon über schwarze Löcher geschrieben und ist dann seit 1990 in Garching am Max-Planck-Institut befasst mit Forschung über Hochenergie-Effekte bei schwarzen Löchern. Er hat seit 1996 einen Lehrstuhl an der Goethe-Uni in Frankfurt am Main für Astrophysik und lehrt aber nebenbei auch noch in der International Max Planck Research School. Hat auch tatsächlich schon einen Preis für Lehre und Forschung bekommen. 2014 war das, der Michael Biserska-Baum-Preis für hervorragende Lehre und Forschung. Und eine Mitgliedschaft ist auch noch zu erwähnen in der Academia Europaeana in der Sektion Physik, also sozusagen das Pendant zur Leopoldina in Deutschland. Gibt es auch auf europäischer Ebene eine Wissenschaftsakademie. Ja, und durch diese ganzen Verbindungen sind Sie auf jeden Fall prädestiniert dafür, uns zu erzählen, was wir wirklich über schwarze Löcher wissen. Also, was erstmal wahrscheinlich, was Sie wissen und was wir alle wissen sollten. Auch hallo in den Livestream. Ich hoffe, der Ton ist jetzt angekommen. Ich schaue jetzt gleich an den Regierechner und wenn es dann irgendwelche Probleme im Livestream gibt, bitte in den Chat schreiben, dann kann ich die beheben. Auch Fragen können dort gestellt werden. Und damit viel Vergnügen mit dem Vortrag und Sie haben das Wort. Ja, vielen Dank, Herr Mierwald. Es ist viel passiert in den letzten 5 Jahren. Es gab letzte Woche den Nobelpreis für die Beobachtung im galaktischen Zentrum, wie sich Sterne und Gas um das schwarze Loch im galaktischen Zentrum bewegen. Für Herrn Genzel, Direktor am Institut für extraterrestrische Physik. Eine große Ehre für unser Institut. Es gab 2017 den Nobelpreis für die Entdeckung der Gravitationswellen. Und am 10. April 2019 wurde das erste Bild eines schwarzen Loches geschossen. Dafür gab es im Moment noch keinen Nobelpreis. Über diese drei Gebiete möchte ich berichten. Und lade Sie zu diesem Vortrag herzlich ein. Was wissen wir wirklich über schwarze Löcher? Als erstes muss ich kurz nochmal das Bild von unserem Sonnensystem zeigen, weil diese Größe des Sonnensystems mit 3 Lichtstunden ein Maß ist, was jetzt immer wieder vorkommen wird während des Vortrages. Also wenn Sie mit Lichtgeschwindigkeit reisen könnten von der Sonne bis zum Neptun, dann brauchen Sie eben 3 Lichtstunden. Das ist die Größe unseres Sonnensystems. Um mal zu zeigen, wie weit unser Fortschritt ist bei der Bewegung in unserem Planetensystem, dann schaffen Sie das halt mit dem Flugzeug in 60 Jahren. Bis zum nächsten Stern brauchen Sie 4 Millionen Jahre. Eine der schnellsten Raumsonden, die wir gebaut haben, die Voyager-Sonde, hat es in 1,5 Jahren geschafft, erreicht aber den nächsten Stern Alpha Centauri in 70.000 Jahren. Wir können die Bewegung von Sternen in 25.000 Lichtjahren mit einer Auflösung von etwa 3 Lichtstunden uns anschauen. Wir können ein Bild von einem schwarzen Loch schießen, das 50 Millionen Lichtjahre entfernt ist, wo wir eine Auflösung haben, die 10 Mikrobogensekunden entspricht. Wir können mit Gravitationswellendetektoren
Längenänderungen messen, die einem Tausendstel eines Protonendurchmessers entsprechen. Das ist immer gut, aber in den interstellaren Reisen haben wir noch einiges zu tun. Ja, also unser Sonnensystem hat 3 Lichtstunden, Durchmesser unserer Galaxie hat 100.000 Lichtjahre. Wir befinden uns in einer relativ schönen Position in der galaktischen Scheibe, nur etwa 10 Lichtjahre über dem geometrischen Mittel von der Scheibe. Und wir sind 25.000 Lichtjahre entfernt vom galaktischen Zentrum, wofür es die Messung gab für die Bewegung von Sternen um das Schwarze Loch. So, das ist diese Messung, die seit 30 Jahren bei unserem Institut durchgeführt wird. Was tut man? Man misst die Bewegung von Sternen, ihre Geschwindigkeit und ihren Abstand zu einem nicht sichtbaren schwarzen Loch. Und selbst wenn Sie einen Stern haben, aus der Geschwindigkeit und aus dem Abstand, können Sie nach Kepler sofort ausrechnen, wie viel Masse muss dann nötig sein, damit dieser Stern eine solche Geschwindigkeit erreicht. Das können Sie mit einem Stern machen. Das haben Genzel und Eckhart 96 veröffentlicht. Und das sind 4,3 Millionen Sonnenmassen auf einem Gebiet, was der Größe unseres Sonnensystems entspricht. Diese Messungen laufen seit 30 Jahren. Inzwischen hat man mehr als einen Stern gemessen. Man hat etwa 40 geschlossene Kepler-Orbits inzwischen gefunden und alle geben die gleiche Masse. Und der Stern, der dem schwarzen Loch im Zentrum unserer Galaxie am nächsten kommt, ist der Stern S2. Der kommt dem schwarzen Loch im Zentrum unserer Galaxie etwa nahe auf eine Größenordnung von ungefähr 1000 Schwarzschildraten. Das sind ungefähr diese 3 Lichtstunden, ja, von der Größe des Sonnensystems. Also noch nicht wirklich im Nahfeld, im Very Strong Gravity Regime, sind wir nicht. So. Aber das Bild, was Sie hier sehen, und diese Messungen, die seit 30 Jahren laufen und immer feiner und genauer werden, mit den Messinstrumenten, die in der Gruppe von Herrn Genzel gebaut werden, zeigen, es muss ein massives Objekt geben. Und dieses massive Objekt ist höchstwahrscheinlich ein schwarzes Loch. Es könnte sein, dass Sie auf diesen 1000 Schwarzschildradien etwas anderes packen, einen Bosonstern, irgendwas mit einer kompakten Oberfläche. Wenn aber auf einen solchen Stern Materie einfällt, und das tut es ja im galaktischen Zentrum zwar nicht viel, aber es fällt Materie ein, dann würde die Leuchtkraft, also die Leuchtkraft im schwarzen Loch unserer Galaxie wesentlich höher sein, als sie jetzt ist. Jetzt haben wir eine Sonnenleuchtkraft, 10 hoch 33 Erg pro Sekunde. Wenn das auf ein massives Oberfläche treffen würde, hätten sie eine sehr viel höhere Leuchtkraft. Insofern, das ist ein indirekter Nachweis, dass man andere Objekte wie Bosonensterne ausschließen kann. Und Herr Genzel sagt auch immer, das ist jetzt, wir sehen das schwarze Loch im galaktischen Zentrum nicht, aber das ist der sicherste Beweis für die Existenz von schwarzen Löchern. Die Gruppe von Herrn Genzel hat noch was Zweites gemacht mit diesen Versuchen. Und zwar gibt es einen Stern, das ist der Stern S2. Und dieser Stern S2 kommt alle 16 Jahre dem galaktischen Zentrum am nächsten. Eine Entfernung von etwa 1000 Schwarzschildradien. Und der Stern kam 2002 dem galaktischen Zentrum relativ nah und 2016 wieder. Und hat die Gruppe von Herrn Genzel geschaut, natürlich, was passiert mit dem Licht dieses S2-Sterns, wenn er so nahe ans Schwarze Loch kommt. Weil, wenn Einstein recht hat, dann muss die Lichtemission von diesem Stern durch die sogenannte gravitative Rotverschiebung, die jede Masse ausübt, ja, also jede Masse macht eine gravitative Rotverschiebung, dann muss die Emission von dem S2-Stern rot verschoben sein. Und das hat die Gruppe von Genzel gemessen. Und es stimmt exakt mit Einstein überein.
Nach Newton würde das nicht passieren. Ja? Da wäre das Licht immer gleich. Es gibt auch keine Periheldrehung und so weiter. Das ist ein weiterer wichtiger Beweis, wo es jetzt in die Richtung geht, dass man nicht nur die Masse des schwarzen Loches misst, sondern dass man auch versucht, Theorien, die Theorie von Einstein zu testen. Und es gibt vier klassische Tests und die Gruppe von Genzel hat da einen weiteren Test hinzugefügt und das ist die Messung der gravitativen Rotverschiebung von S2. Das wird nicht das Ende sein. Herr Genzel und Kollegen werden versuchen, Sterne zu finden, die noch näher ans schwarze Loch kommt. Dann kann man versuchen zu bestimmen, ob dieses schwarze Loch einen Drehimpuls hat. Wahrscheinlich hat das einen Drehimpuls, weil wenn Masse in ein schwarzes Loch fällt, dann muss das dann wird Drehimpuls übertragen nach innen und dann muss das rotieren. Und wenn es rotiert, dann wird die Raumzeit um das schwarze Loch verändert. Dazu brauchen wir aber einen Stern, der noch weiter herankommt. Es gibt so einen Stern und daran wird gearbeitet. Das Gebiet ist nicht abgeschlossen. Also es geht darum, den Drehimpuls des schwarzen Loches vom galaktischen Zentrum zu messen. Und man geht auch in andere, entferntere Galaxien weiter, um zu schauen, bewegen sich die Sterne dort auch. So. Und das ist der Physik-Nobelpreis, der an die Gruppe von Herrn Genzel und Herrn Genzel letzte Woche übergeben wurde für seine Arbeiten für 30 Jahre Forschung im Galaktischen Zentrum als sicherster Beweis für die Existenz von schwarzen Löchern. Herr Genzel hat berichtet in der Pressekonferenz, dass er mit diesem Preis nicht mehr gerechnet hat, weil er hat 2014 oder 2015, glaube ich, schon einen sehr hoch dotierten Preis bekommen. Und er hat gesagt, wenn man so einen Preis bekommt, dann ist eigentlich Nobelpreis außen vor. Umso mehr hat er sich gefreut, dass er ihn bekommen hat. Das gesamte Institut freut sich und wir sind stolz, dass wir einen Nobelpreisträger am Institut haben. Ja, wie geht es weiter? Es gibt Milliarden von Milliarden Galaxien und wir vermuten, dass in jedem Zentrum einer Galaxie ein sogenanntes schwarzes Loch steckt. Und da will Genzel auch hin und will schauen, wie bewegen sich dort die Sterne. Der Grund, warum man glaubt, dass es da ein schwarzes Loch gibt oder eine Massenkonzentration, die einem schwarzen Loch entspricht, ob das jetzt aktiv ist oder ob es nicht mehr aktiv ist, also keine Materie mehr frisst, ist, dass es eine Beziehung gibt zwischen der Masse des schwarzen Loches und der Geschwindigkeit, der Rotation von Sternen um das schwarze Loch herum. Je größer die Masse ist, umso schneller rotieren die Sterne. Also muss die Massenkonzentration im Zentrum Einfluss haben auf die Bewegung in 10.000 Lichtjahren Entfernung. Es gibt Milliarden von Milliarden Galaxien im Universum. Das ist ein Beispiel für zwei Galaxien, die im Begriff sind, zusammenzustoßen. Galaxien-Merger ist was ganz Normales im Universum. Noch für die nächsten 4 Milliarden Jahre, solange die Gravitation noch die Überhand hat über die dunkle Energie, die wir nicht verstehen, aber die vermutlich verantwortlich ist für die Expansion des Universums, gibt diese zwei Kräfte, die gegenwärtig sich ungefähr die Waage halten. Aber wenn die Messungen, die wir mit WMAP, mit den Supernovae 1a-Messungen gemacht haben, dann ist diese dunkle Energie führt wohl dazu, dass die Abstände des Universums sich immer weiter ausbreitet und dann passieren bestimmte schlimme Sachen, dass der Virialsatz zum Beispiel nicht mehr verletzt wird, sie können keine Sterne mehr bilden, Molekülwolken fallen nicht mehr zusammen, irgendwann geht das Licht im Universum aus. Lassen Sie mich das noch zeigen, das ist ein Blick von der Erde jetzt auf die entferntesten Galaxien. Und die entferntesten Galaxien stehen in einer Entfernung jetzt von 13 Milliarden Lichtjahren. Die Größe des Universums heute sind 13,8 Milliarden Lichtjahre. Das heißt, da fehlen noch 800 Millionen Jahre, bis, wenn ich von hier bis zum theoretisch zum Urknall gucken könnte. Man hat hinter diesen 13 Milliarden Jahren bisher keine anderen
Galaxien oder Galaxien mit schwarzen Löchern entdeckt. Der Grund ist vermutlich, dass es nach dem Urknall und der inflationären Phase und der Bildung der ersten Wasserstoffatome 400.000 Jahre nach dem Urknall hier so eine schwarze Zone gibt, wo wir noch keine Sterne entdeckt haben. Die ersten Galaxien entstehen aber 1 Milliarde Jahre nach dem Urknall. Plötzlich sind die da. Und alle diese Galaxien haben plötzlich Metalle. Ja? Und Metalle können sie nur erzeugen, indem sie Sterne leben lassen. Und man vermutet, dass in dieser Dark Zone, Universum war damals wirklich nicht groß, ein paar 20, 30.000 Lichtjahre, und da passen so ein paar 20 massive Sonnen rein, die dann Kernfusion machen. Und bei Kernfusion werden alle Elemente bis 56 Eisen aufgebaut, über den PP-Zyklus, über den CNO-Zyklus und so weiter, über das Heliumbrennen. Und wenn der Brennstoff verbraucht ist, dann enden die in einer Supernova-Explosion. Der Stern fällt in Millisekunden zusammen und erzeugt alle Elemente schwerer als 56 Eisen, Gold, Uran. So werden Elemente im Universum gebildet. Und diese ersten Galaxien, die wir messen, 1 Milliarde Jahre nach dem Urknall, haben bereits alle diese Elemente. Also muss darin irgendwas stehen, vermuten wir, was Sternentwicklung macht. Die ESO versucht mit einem 40-Meter-Spiegel in dieses Gebiet vorzudringen und wird dann schauen, ob man diese Sterne entdeckt. Was Sie auch sehen in diesem Bild ist, dass die Lücken immer größer werden und die Strukturen immer kompakter werden. Das ist einfach der Effekt von Zusammenstößen von Galaxien. Zwei Galaxien vereinigen sich zu einer größeren, und das passiert im Universum immer mehr, und deswegen haben sie immer so kompakte, schwerere Galaxien, und die Lücken, die Voids, werden immer größer. So, lassen Sie mich noch kurz ein paar warnende Worte zu schwarzen Löchern sagen. Schwarze Löcher haben nach Einstein eine Singularität, und das ist dieser Ereignishorizont in Rot. Das ist eine Informationsbarriere, wenn Sie so wollen, wenn Sie auf unterhalb des Schwarzschildstatuses sind und dort eine Party veranstalten, dann können Sie der Außenwelt nicht berichten, wie die läuft, weil keine Information nach Einstein von innen nach außen übertragen werden kann. Wenn Sie auf dem schwarzen Loch stehen könnten, keiner weiß, wie das innen ist, keiner weiß es wirklich. Aber wenn Sie da stehen könnten und würden Ihre Taschenlampe einschalten, dann würde das Licht vor Ihren Füßen wieder herunterfallen. Also selbst Licht kann das schwarze Loch nicht verlassen. Deswegen muss innerhalb dieses roten Schwarzschildstatuses muss die Emission gleich Null sein. Das ist das Schönste, das tiefste Schwarz im Universum, was wir uns vorstellen können. So muss ein schwarzes Loch aussehen nach Einstein. Es gibt Effekte, die wir testen können, und das ist die sogenannte Lichtablenkung um ein schwarzes Loch. Das hat Einstein 15 vorhergesagt. 2019 war eine Sonnenfinsternis in Südafrika, da hat man den Test mit der Sonne gemacht. Und da stand ein Stern hinter der Sonne. Und Einstein hat gesagt, fahrt hin und schaut, ob ihr den Stern seht. Und man hat das beobachtet, man hat den Stern gesehen, und man hat das auf 1% Genauigkeit gesehen. Also Lichtablenkung, immer wenn Sie einen massiven Körper haben, wird das Licht um Sie herumgelenkt, und je schwerer die Masse ist, umso stärker. Das war der erste Beweis, dass die Einsteinsche Theorie richtig ist, Lichtkrümmung am schwarzen Loch. Das ist eine Simulation von schwarzen Löchern von Andreas Müller. So muss ein schwarzes Loch aussehen. So muss ein schwarzes Loch aussehen. Es hat einen tiefen schwarzen Fleck. Was Sie hier sehen, ist die Materie außerhalb des Schwarzschildstatuses. Die bewegt sich auf sie zu, deswegen sehen Sie die hier hell, weil es gibt den Effekt der relativistischen Flusserhöhung, den Sie hier sehen. Dann kommt im System des Beobachters kommen mehr Photonen pro Zeit an,
als im System der Akkretionsscheibe. Deswegen, wenn Sie so Fotos von schwarzen Löchern machen, und wie sie auch gemacht wurden, dann, und die Materie rotiert um das schwarze Loch, dann ist die Materie, auf die zukommt, hell, und die wieder wegfliegt, ist dunkel oder hier gar nicht mehr zu sehen. So, das sind Simulationen, die man braucht, um einmal zu sagen, ja, was würde denn Einstein vorhersagen, um es dann zu vergleichen mit den Bildern zum Beispiel des Event Horizon Teleskops. Es gibt Signaturen von schwarzen Löchern, die ich noch kurz erwähnen möchte. Ich hatte über den Schwarzschild-Status erzählt, ich hatte über die Lichtablenkung erzählt, die Sie hier sehen. Also wenn Sie ein schwarzes Loch haben, und dann würde diese Akkretionsscheibe hier um meinen Bauch eben so eine flache Scheibe sein. Aber die Lichtablenkung führt dazu, dass das Licht über meinen Kopf gebogen wird. Es wird auch unter meinen Kopf gebogen. Es gibt andere Simulationen, die bei Andreas Müller, hallo Andreas, im Kanal Urknall, Weltall und das Leben gezeigt worden, bei Interstellar. Aber Sie sehen hier Materie, die eigentlich hinter meinem Körper als schwarzes Loch nach oben über meinen Kopf gebeugt wird, und ich kann die Rückseite der Akkretionsscheibe sehen. Und das Zweite ist nochmal der Effekt der relativistischen Dopplerverschiebung und des sogenannten relativistischen Flux-Boostings. Also Sie erhöhen die Intensität der Materie, die auf Sie zukommt. Und diese Effekte muss man simulieren, um vorherzusagen, wenn ich ein schwarzes Loch fotografiere, ist es so oder ist es nicht so. Insofern sind solche Simulationen sehr wichtig. Wenn Sie ein bewegtes Bild haben wollen, dann glaubt man, dass in dieser Akkretionsscheibe, sehen wir die Lichtablenkung wieder, aber dass in dieser Akkretionsscheibe so Temperaturinhomogenitäten eingebettet sind, Faktor 2, aber die machen Ihnen so helle Flecke. Das ist wie so auf der Sonne, wo sie Konvektion haben, wo heißes Gas aufsteigt vermutlich. Und diese heißen und dunkleren Flecke führen dazu, dass zum Beispiel die Emission der Eisenkar-Alpha-Linie, die stärkste Linie, die wir im Sondenbereich messen können, zeitvariabel ist. Das können wir im Moment mit den Satelliten, die wir im Orbit haben, XMM, Newton, Chandra, New Star, nicht machen. Das kommt 2032 mit einem Instrument, das heißt Athena, was bei uns am Institut mit vorangetrieben wird. So viel zu schwarzen Löchern zunächst. Ich möchte zum zweiten Punkt kommen, zu Gravitationswellen. Gravitationswellen sind der zweite Beweis, dass schwarze Löcher existieren müssen. Warum? Gravitationswellen werden durch verschiedene Mechanismen im Universum erzeugt. Einer ist, wenn Sie zwei kompakte Objekte haben, sagen wir zwei galaktische schwarze Löcher, 10, 20, 30 Sonnenmassen, die sich umkreisen, dann führt es dazu, dass der Raum, von dem wir glauben, nach den WMAP und Supernovae 1a-Messungen, wir glauben, in zwei Dimensionen ist der Raum flach wie ein Blatt Papier. Ja? Und wenn Sie da die Sonne oder das galaktische Zentrum reinlegen, dann wird der Raum so ein bisschen verdellt. Ja, aber im Wesentlichen ist der Raum, so wie das Blatt Papier, was vor Ihnen liegt, flach. Und diese Umkreisung von Gravitationswellen führt aber dazu, dass dieses Blatt Papier leicht gestreckt und gestaucht wird. Ja, es laufen also diese Längenänderungen, die hier in diesem Raum eine Größenordnung haben von 10 hoch 20 Zentimeter ungefähr. Ja, das können wir nicht spüren, aber das passiert. Ja, diese Gravitationswellen laufen dadurch und sie stören leicht die Metrik des Raums. Das ist eine Methode, wie Gravitationswellen erzeugt werden. Einstein hat das 1916 vorhergesagt in seiner allgemeinen Relativitätstheorie. Wenn es schwarze Löcher gibt, dann müssen Gravitationswellen emittiert werden. Und er hat aber gesagt, 34, die Signalstärke ist so schwach, wir werden sie wahrscheinlich nie messen können. Es ist in Änderungen in der Struktur der Raumzeit, die sich mit Lichtgeschwindigkeit ausbreiten. Das ist eine Änderung der Metrik des Universums, ja, was Gravitationswellen hervorrufen. Das ist nicht so, wie wenn Sie elektromagnetische Strahlung auf ein kompaktes Objekt schicken, was dann Absorption macht.
Das ist nicht. Gravitationswellen sind eine Eigenschaft des Raumes, des vierdimensionalen Raumes, die hervorgerufen wird durch die Kombination von allen möglichen Effekten, die Gravitationswellen machen. Die Längenänderungen sind extrem, also relativ 10 hoch minus 18 bis 10 hoch minus 21. Wenn Sie einen Arm vom LIGO-Gravitationswellendetektor nehmen, dann ändert sich eine Strecke von einem Kilometer auf einer Länge von 10 hoch minus 20 Zentimeter. Das muss man erst mal messen können bei dem gesamten Erdrauschen, was wir haben. Und das muss man glauben können und verstehen. Es gab 1974 einen ersten Beweis, bevor wir die Detektion von Gravitationswellen hatten, dass Gravitationswellen existieren. Das waren zwei Pulsare. Pulsare sind Neutronensterne mit Magnetfeldern, die sich umkreisen. Die wurden als Hals-Taylor-Pulsare benannt. Die Beobachtungen liefen von 1975 bis heute. Und Sie sehen, dass die Geschwindigkeit immer mehr zunimmt. Das soll hier dargestellt werden. Das sind diese Punkte. Und die Fehler sind innerhalb dieser Punkte. Und die durchgezogene Linie ist die Vorhersage von Einstein. Und das ist einer der klassischen Tests, dass die Einsteinsche Theorie richtig ist. Dafür gab es auch den Nobelpreis für diese Entdeckung. Wenn Gravitationswellen abgestrahlt werden, zum Beispiel bei diesem Hals-Taylor-Pulsar, dann wird enorm viel Energie in Form von Gravitationswellen emittiert. Das sind 10 hoch 40 Watt. Die Sonne hat 10 hoch 27 Watt. Glühlampe hat 40 Watt. Ja, also diese Gravitationswellen strahlen enorm viel Energie ab. Und das führt dazu, dass diese Abstände immer kleiner werden und dass sie dann verschmelzen. Bei der Erde und der Sonne müssen wir keine Angst haben. Da werden auch Gravitationswellen emittiert. Aber die haben nur 120 Watt. Das führt nicht dazu, dass im nächsten Jahr die Erde und die Sonne zusammenstoßen. Ja, das passiert auf längeren Zeitskalen. Das ist aus meiner Sicht eine sehr schöne Darstellung, wie man sich das vorstellen kann, wenn zwei kompakte Objekte in der Galaxie zum Beispiel zusammenstoßen. Sie haben hier zwei schwarze Löcher, die sich umkreisen, dann immer näher kommen, dann kommt es zur Verschmelzung. Und dann entsteht ein schwarzes Loch. Und was passiert, ist, dass die Längenänderungen, die durch den Raum laufen, zunehmen und abnehmen. Das ist eine Sinusamplitude, die Sie hier sehen. Ja, also die Stauchung und Streckung durch Gravitationswellen, die hier ständig durch diesen Raum laufen, haben eine bestimmte Frequenz. Und diese Frequenz liegt bei galaktischen schwarzen Löchern im hörbaren Bereich. Einige hundert Hertz, das können Sie hören. Und dann vor dem Verschmelzen werden die lauter. Und die Frequenz geht höher. Und dann haben Sie ein schwarzes Loch und dann hört es natürlich auf, weil Sie nicht mehr zwei Massen haben, die sich umkreisen. So, es gibt eine sehr schöne Simulation, die das zeigt. Sie haben hier die beiden schwarzen Löcher. Sie sehen, dass jedes schwarze Loch hier diese Potentialtöpfe in der Raumzeit kreiert. In diesen Potentialtöpfen, das sind die Farben, läuft die Zeit langsamer als im Vergleich zu weiter außen stehenden Beobachtern. Was Sie hier unten sehen, ist die Längenänderung in Blau, hier, was hier ständig durchläuft, also die Frequenz und die Amplitude. Sie sehen, die beiden schwarzen Löcher kommen immer näher zusammen. Jetzt sind wir 0,02 Sekunden vor Mergen. Wir haben immer noch die Gravitationstäler, aber kurz davor passieren eigenartige Geschichten mit der Metrik. Die Täler werden plötzlich zu Bergen. Das passiert, dann haben Sie ein schwarzes Loch, dann gibt es noch so ein gewisses Nachschwingen, aus dem man sehr viel lernen kann, vermutlich. Aus dem Nachschwingen, wie diese Amplitude hier abfällt, kann man, glaube ich, sehr viel lernen, wie die Ereignishorizonte von schwarzen Löchern beschaffen sind. Und dann sind die Gravitationswellen weg und der Raum ist wieder flach wie ein Blatt Papier. Das sind die Gravitationswellendetektoren, die in Amerika stehen und die erste Detektion von schwarzen Löchern hervorgemacht haben. Es gibt einen,
Das ist das Gravitationswellen, der Gravitationsdetektor in Hanford. Hier haben Sie einen Arm 4 Kilometer, den anderen Arm 4 Kilometer. Und dann gibt es einen in Louisiana, der hier ist ja nicht dargestellt. Das sind zwei unabhängige Gravitationswellendetektoren, die ein paar tausend Kilometer in Entfernung stehen und die unabhängige Massen vornehmen können. Und diese Strecke von den 4 Kilometern, die ändert sich eben um 10 auf minus 20 Zentimeter. Und das muss man messen können. Und LIGO ist sehr sensitiv. LIGO hört zum Beispiel, wenn Sie früh aufstehen. LIGO hört, wenn eine Welle an die Nordsee geht. LIGO hört, wenn ein Schmetterling in Japan mit den Flügeln schlägt. Es gibt, will nur sagen, es gibt ein gewaltiges Erdrauschen bei Gravitationswellendetektoren auf der Erde, was in diesem Signal auch noch verarbeitet werden muss, um das wirkliche Gravitationswellensignal herauszuarbeiten. Aber was eben überzeugend war, 2015 ist diese Messung. Sie sehen hier den Anschlag der Gravitationswellendetektoren, die Änderung des Raumes, Amplitude wird immer größer und dann ein Verschmelzen, ja, so wie es vorhergesagt wird. Und der Livingston als unabhängiger Detektor hat das Gleiche gesehen, fast das Gleiche, mit einer bestimmten Zeitverzögerung. Und diese Zeitverzögerung ist genau die Zeit, die das Licht braucht, um die Strecke Hanford-Livingston zu überbrücken. Und das ist ein ganz starker Beweis dafür, dass dieses Signal echt ist. Und wenn Sie das überlagern, sehen Sie ja, dass das fast identisch ist. Und das ist sehr überzeugend, dass Gravitationswellen entdeckt wurden. Wenn Sie das mit zwei unabhängigen Instrumenten machen können, die fast das Gleiche zeigen, das ist super, das ist toll. Dafür gab es auch den Nobelpreis. Es gibt einige andere Events, Gravitationswellen, die detektiert wurden. Also 2015 war das erste, dann noch ein paar andere, 17, 18, ich zähle das jetzt nur bis 2017 auf. 2017 am 14.08. gab es eins, wo nicht nur Gravitationswellen detektiert wurden, sondern gleichzeitig auch elektromagnetische Strahlung. Komme ich gleich zu. Das ist das einzige Event, wo man elektromagnetische Strahlung sieht. Es gibt noch andere Beobachtungen. Im Moment sind die jetzt nicht aufgelistet. Aber es ist für diese Beobachtung von 2015 gab es zu Recht den Nobelpreis für Physik für die Entdeckung von Gravitationswellen. Wenn Gravitationswellen bei der Umkreisung von zwei kompakten schwarzen Löchern nach der Vorhersage von Einstein emittiert werden und wenn sie nachgewiesen werden, dann ist es ein Beweis für die Existenz von schwarzen Löchern. Es gibt ein kleines Problem, was es noch gibt bei den Gravitationswellen. Sie sehen hier, dass die Massen vor dem Verschmelzen, das sind 29 Massen, das sind glaube ich 36 Massen, die verschmelzen zu einem 61 Sonnenmassen schwarzen Loch. Da gehen 3 Millionen Sonnenmassen gehen in Gravitationswellen, deswegen ist die Summe ein bisschen kleiner als die Masse des Sterns. Und auch die anderen Events, die Sie sehen, haben alle Massen, die 20, 30, 40 Sonnenmassen haben. Und das steht ein bisschen im Widerspruch zu dem, was wir messen in unserer eigenen Galaxie. Unsere eigene Galaxie hat 100 Milliarden Sterne. Die Hälfte davon sind Doppelsterne. 50 Milliarden sind Doppelsterne. Von einigen von diesen Doppelsternen können wir, wenn also der eine ist schon gestorben, ein schwarzes Loch oder Neutronenstern oder weißer Zwerg, der andere lebt noch, den kann man elektromagnetisch sehen und dann kann man durch dynamische Messungen nach Kepler feststellen, wie groß ist die Masse von diesem schwarzen Loch. Und da findet man eben Massen, die gehen nur bis 15 hoch. Und bei Gravitationswellen werden plötzlich Massen entdeckt, die höher sind. Und das kann man mit normalen Sternentwicklungsmodellen im Moment nicht wirklich gut erklären. Es gibt Versuche, das zu erklären, indem man sagt, okay, die Metallizität von diesen Ereignissen ist geringer. Das ist wie in dieser Dark Zone, die ich gezeigt habe, wo man so 20 supermassive Sterne hat. Die haben noch geringe Metallizität. Dann können die Sterne größer werden. Aber warum gerade die Gravitationswellen diese hohen Massen haben, ist noch nicht wirklich verstanden.
und daran wird gearbeitet. So, lassen Sie mich zu dem Event kommen, wo man zum ersten Mal eine Gravitationswelle entdeckt hat und elektromagnetische Strahlung. Das war am 17. Oktober 2017. Am 17. Oktober 2017, wir bei uns am Institut in der Hochenergiegruppe haben wir zwei Satelliten, die elektromagnetische Strahlung auffangen. Das ist der Fermi-Satellit, der misst im Gamma-Bereich. Also Gammastrahlung ist höher als Röntgenstrahlung, ist höher als das, was wir im optischen Auge vorstellen können. Aber das ist elektromagnetische Strahlung. Es gibt einen zweiten Gamma-Satelliten, das ist der Integral-Satellit. Und beide haben am 17.08. angeschlagen mit einem Signal hier, was nicht sehr signifikant aussieht. Ja, aber Sie haben hier plötzlich einen Ausbruch von Strahlung im Gamma-Bereich. Und das Gleiche wird hier gemessen mit dem Integral-Satelliten. So, das war, glaube ich, um 14.45 Uhr Ortszeit hier. Und unser Institut, wenn es so einen Gamma-Ray-Burst detektiert, also elektromagnetische Strahlung, Ausbruch im Gamma-Bereich von elektromagnetischer Strahlung, dann wird das in die Community gepostet, weltweit, um die Leute zu informieren. Und eine halbe Stunde später haben die LIGO-Kollegen zurückgemeldet, wir haben 2 Sekunden davor ein Gravitationswellen-Event detektiert. Und das war toll. Das ist das erste Mal, wo wir beides sehen, Gravitationswellen und elektromagnetische Strahlung. Diese elektromagnetische Strahlung konnte man lokalisieren. Es tauchte ein neues Objekt auf, hier dieser Stern in einer Galaxie, die ist 130 Millionen Lichtjahre entfernt. Dieser Stern war davor nicht da, der taucht aber auf. Man hat danach gleich alle Teleskope, die es bei der ESO auf der Welt gibt, die wurden alle alarmiert und alle haben geschaut natürlich, wo ist das Ding und wie sieht das aus. Bevor ich nochmal zu diesem Bild komme, habe ich gesagt, diese Gravitation zu einem Arm von dem LIGO, ja, der streckt und staucht sich, der schwingt. Und wenn Sie das genügend verstärken, dann können Sie das hören. So, und beim Gravitationswellen-Event von 2015 hat man eine Masse von 20 und 30 Sonnenmassen und dann hört sich das so an. Das ist eine Endlosschleife. Sie hören, Intensität geht hoch, Frequenz geht hoch. So hört sich ein Verschmelzen von schwarzen Löchern an. 20, 30 Sonnenmassen, das können Sie hören. Ist 200 bis 1000, 10.000 maximal Hertz. Das ist das, was man mit dem Ohren hören kann nach diesem Signal. Das Event von 2017, wo man zufällig diesen elektromagnetischen Counterpart mitgesehen hat, das waren Massen von Neutronensternen, die sind kleiner, 2, 3 Sonnenmassen. Deswegen ist die Frequenz und die Amplitude anders. Und ich überlagere das mal. So, das klingt alles nicht schön für unsere Ohren, aber so ist es. Ja? So klingen Gravitationswellen. Diese Entdeckung, gleichzeitige Entdeckung von Gravitationswellen und elektromagnetische Strahlung ist bisher einmalig, aber dieses Bild zeigt relativ gut, was es bedeutet. Die Gravitationswelle kommt hier, läuft durch den Satelliten Integral, geht auf die Erde, auf LIGO und LIGO fragt den Satelliten, hast du das gefühlt? Und der Satellit schreibt zurück, ich habe es gesehen. Ja, also LIGO kann das fühlen, die Längenänderung, und ein Satellit wie Integral, der kann das sehen. Und das ist eine tolle Kombination. Weil mit elektromagnetischer Strahlung haben sie ein Problem im Universum, weil elektromagnetische Strahlung je nach Frequenz unterliegt Absorption. Ja, wenn Sie zum Beispiel im optischen ins galaktische Zentrum schauen, dann ist die optische Tiefe, was weiß ich, 1000. Dann haben Sie
eine Abschwächung von e hoch minus 1000. Deswegen können Sie im optischen, im galaktischen Zentrum nicht im optischen beobachten. Und Herr Genzel macht das eben im Infrarotbereich, wo der Absorptionskoeffizient gegen Null geht. Deswegen konnte man die Bewegung von Sternen sehen. Also elektromagnetische Strahlung sind anfällig für Absorption. Natürlich, sie werden absorbiert, sie reemittieren, wenn sie durch Materie im Universum laufen, währenddessen Gravitationswellen nicht der Absorption unterliegen. Sie können im Prinzip eine Geschichte aller Gravitationswellen-Events, aller Black-Hole-Black-Hole-Mergers, die es im Universum gibt, rekonstruieren, wenn wir dann neue Satelliten haben, die die Frequenz von zum Beispiel supermassiven schwarzen Löchern auch messen können. Das ist der Vorteil der Gravitationswellen-Astronomie. So, nochmal kurz zu diesem Bild. Sie sehen hier das Gravitationswellen-Event. Davor war in dieser Galaxie 130 Millionen Lichtjahre entfernt kein Stern zu sehen. Dann hat man den aber gesehen im UV-Bereich, im Infrarotbereich und im Radiobereich, ich glaube für etwa 4 Wochen oder 8 Wochen, und dann war er weg. Ja? Aber man hat das Nachleuchten gesehen. Man hat gesehen, in welcher Galaxie das ist. Wenn Sie, das ist eine Simulation, wenn Sie alle Events im Universum, alle schwarzen Loch, schwarze Lochumkreisungen, supermassive schwarze Lochumkreisungen, Supernova-Explosionen, zusammen addieren, dann bekommen Sie einen kombinierten Effekt von Streckung und Stauchung, der etwa so aussieht, dass unser schönes k gleich 0 flaches Papier in der Geometrie leicht anfängt, sich zu bewegen. Minimal, ja, 10 hoch minus 20 Zentimeter, ganz gering, aber es bewegt sich. Das ist die Metrik des Raums. Die Metrik des Raums ist flach nach WMAP, Supernovae 1a, wie schnell Galaxienhaufen zusammenfallen, hat man alle die gleichen Werte. Flaches Universum, k gleich 0, Expansion für immer. Aber diesem flachen Universum ist dieser leichte Effekt des Wobbelns und der Änderung der Abstände zwischen uns überlagert. So, in nächster Zukunft passiert uns das auch, weil in 4 Milliarden Jahren stößt die Andromeda-Galaxie mit unserer Erde zusammen. Wir haben eine lokale Gruppe von etwa 30 Galaxien. Andromeda ist die schwerste mit 200 Milliarden Sterne. Unsere Galaxie hat 100 Milliarden Sterne und Andromeda zieht uns an, gegenwärtig, durch Gravitation. Es gibt zwei Kräfte im Universum, die sich im Moment gegeneinander gerade die Waage halten. Das ist Gravitation, was versucht, also Objekte anzuziehen. Das andere ist die dunkle Energie, die wir nicht verstehen, aber die vermutlich dazu führt, dass das Universum expandiert. Aber in den nächsten 4 Milliarden Jahren wird es noch im gesamten Universum zu Galaxien-Zusammenstoßen führen. Und wenn so Galaxien zusammenstoßen, dann passiert ein Effekt, der gleich im Movie kommt, dass die Morphologie zerstört wird und die Planeten, unsere Planeten von der Sonne losgerissen werden. Der zweite Effekt ist, dass diese schwarzen Löcher sich im Kreis in Gravitationswellen emittieren. Ich zeige jetzt hier nur den Effekt, wie die Morphologie zerstört wird. Das passiert in 4,2 Milliarden Jahren. Das ist ein Problem für die Menschheit, weil wir dann unsere Sonne verlieren. Alle anderen bewohnten Planeten, wenn es welche gibt, verlieren ihre Sonnen. Und das wird dazu führen, dass eben kein Licht mehr ist für die Planeten und das Leben dann in beiden Galaxien nicht mehr vorhanden ist. Ja. So, dann möchte ich kurz einen Ausblick geben. Das ist ein Plot, der Andreas Müller zusammengestellt hat. Wir messen gerade hier in diesem Bereich. Wir messen Objekte hauptsächlich in unserer eigenen Galaxie, schwarze Löcher mit Massen von 20 bis 30 Sonnenmassen, die ein bisschen zu hoch sind. Das verstehen wir noch nicht ganz, warum die so hoch sind. Aber das messen wir mit LIGO. Und da haben Sie hier diese Sensitivitätskurve. Und Sie haben hier die Frequenz von 100 Hertz bis 1000 Hertz. Das kann man eben hören. Das habe ich gerade gezeigt. Wenn Sie zu supermassiven schwarzen Löchern gehen, wie der Milchstraße und Andromeda,
dann sind die Frequenzen, die beim Zusammenstoß oder bei der Umkreisung von den schwarzen Löchern in unserem galaktischen Zentrum, was Herr Genzel erforscht hat, und dem schwarzen Loch in der Andromeda, die haben dann einen Frequenzbereich, der ist 10 nach minus 2, das kann man nicht mehr hören. Da haben wir im Moment auch noch keinen Detektor. Es gibt ein Projekt, das heißt ELISA, da schießt man 3 Satelliten, vermutlich in den L2-Orbit, und mit einem Abstand von 100 von 1 Million Kilometer. Und dann kann man über Laser schauen, wie ändern sich die Abstände. Und dann hat man noch nicht mit der störende Erdrauschen. Also ELISA, glaube ich, wird 32, das ist wohl jetzt die Planung mit Athena zusammen, in diesen neuen Bereich vorstoßen. Aber so weit sind wir im Moment nicht. Aber das ist das, was in Planung ist. So, jetzt möchte ich Ihnen schon gerne noch eins zeigen. Ich will Sie jetzt nicht zu viel belästigen mit irgendwelchen Grafiken, aber was Sie hier sehen, ist die Energie, die abgestrahlt wird von Gravitationswellen. Und diese blaue Linie, die Sie hier sehen, ist die Emission von Gravitationswellen kurz nach dem Urknall. Kurz nach dem Urknall dehnt sich das Universum inflationär aus, innerhalb von 10 hoch minus 33 Sekunden. Von Atom auf Kirschkerngröße. Und diese inflationäre Ausdehnung macht auch Gravitationswellen. Und sie macht am Anfang relativ starke Gravitationswellen, die nehmen dann ab in der Intensität und bleiben aber relativ konstant für immer, okay? Für lange Zeit und bei allen Frequenzen. Währenddessen die Schwarze-Loch-Merger, die wir jetzt messen, hier bei LIGO, da messen wir halt 2-3 Sekunden mit den Instrumenten. Wahrscheinlich ist es 10.000 Sekunden, wie die sich umkreisen, aber haben wir die Sensitivität nicht. Wir sehen ja die letzten 2 Sekunden des Mergens. So. Und wenn Sie alle diese Events von Gravitationswellen, von Zusammenstößen von schwarzen Löchern, galaktische schwarze Löcher, hier haben Sie dann die supermassiven schwarzen Löcher, die wir noch nicht gemessen haben, dann haben Sie hier die Gravitationswellen durch die inflationäre Expansion des Universums, kurz nach dem Urknall. Wenn Sie das in eine zeitliche Reihenfolge packen und alle Frequenzen, also 10 hoch minus 9 kann ich nicht hören, ja? Wenn Sie das transportieren in den hörbaren Bereich, dann können Sie simulieren, wie das Weltall klingt, im Sound von Gravitationswellen. Was Sie jetzt hören, ist also ein zeitlicher Ablauf vom Urknall bis heute und extrapoliert für die nächsten 20.000 Jahre. Was Sie am Anfang hören werden, ist nur das Signal von der inflationären Phase des Universums, also diese Gravitationswellen, diese blaue Linie. 1 Milliarde Jahre nach dem Urknall haben wir dann die ersten Galaxien, wo sich diese massiven Objekte, die galaktischen schwarzen Löcher umkreisen und Gravitationswellen machen. Man weiß, dass nach 3 Milliarden Jahren nach dem Urknall alle Galaxien sich entscheiden, ihre Sternentstehungsrate um einen Faktor 100 zu erhöhen. Deswegen wird es einen Peak geben in der Anzahl der Chirp-Events, die Sie hören werden. Und dann in 4, 10, 15 Milliarden Jahren wird durch die Expansion des Universums wird dieser Effekt vermutlich aufhören, sodass Sie zum Schluss eigentlich nur noch hören den Sound vom Urknall. Und das ist alles nicht so schön anzuhören, aber ich denke, ungefähr hört sich das so an. Also es beginnt mit dem Urknall. Dann hören Sie diese Gravitationswellen, dann kommt das erste Chirp-Signal, dann erhöht sich das. Thank you.
Zusammenstoß und jetzt hören Sie nur noch das Echo des Urknalls. Und dann wird es leise im Universum. Und es wird vermutlich dunkel, weil keine neuen Sterne mehr entstehen. Die O-Sterne leben noch für 3 Millionen Jahre, die M-Sterne leben noch mal 15 Milliarden Jahre. Aber wenn keine neuen Sterne mehr gebildet werden, wird es dunkel im Universum und es wird leise. So, zum Schluss Beobachtung mit dem Event Horizon Teleskop. Was man tut, ist, um ein Bild von einem schwarzen Loch zu machen, man versucht, alle Radioteleskope auf der Erde zusammenzuschalten. Sie brauchen eine große Basislänge. Wenn Sie eine große Basislänge, also die Auflösung geht mit der Basislänge, und da schaffen Sie auf der Erde ungefähr 10.000 Kilometer, das ist die sogenannte UV-Plane. Wenn Sie Hawaii, mit dem Südpol-Teleskop verbinden, dann haben Sie so eben die größtmögliche Basislänge. Und das wird von den EAT-Kollegen unter Leitung von Heino Falke, wird das seit 2000 massiv betrieben. Und der erste erfolgreiche Beobachtung war 2017. Davor gab es einige Hürden zu überwinden. Nochmal hier die Simulation von einem schwarzen Loch, um zu zeigen, was erwarte ich, wenn ich ein schwarzes Loch fotografiere. Sehe ich wirklich den tiefschwarzen Wand? Sehe ich die Materie, die auf mich zukommt und so weiter? Der Punkt ist, man schaltet alle Radioteleskope zusammen, aber wichtig war 2017, dass ALMA dazugekommen ist. ALMA ist auf 5400 Kilometer Höhe mit, glaube ich, 54 Antennen. Und ALMA liefert Ihnen sehr viel Signal, was Sie brauchen, um ein Bild mit genügend Informationen pro Pixel herzustellen. Deswegen ging das ohne ALMA nicht. Und diese erste erfolgreiche Beobachtung war zwischen dem 5. und 15. April 2017. Sie sehen hier das Observation Log, Sagittarius A Stern ist das galaktische Zentrum. Es gibt zwei Objekte im Universum, wo Sie ein Bild machen können. Das ist das galaktische Zentrum und das ist M87. Masse im galaktischen Zentrum, 4 Millionen Sonnenmassen. Das kann man, wenn Sie 10 Mikrobogensekunden Auflösung haben, können Sie den Schwarzschildradius auflösen. Das zweite Objekt ist M87. Das ist aber 50 Millionen Lichtjahre entfernt. Hat aber zum Glück nicht eine Masse von 10 hoch 6 Sonnenmassen, sondern von 10 hoch 9 Sonnenmassen. Deswegen reicht bei M87 auch eine Mikrobogensekunde aus, um den Schwarzschildradius aufzulösen. Diese beiden Objekte gibt es im Moment, die man beobachten kann. Und Sie sehen hier, was beobachtet wurde. Zwischen dem 4. und dem 12. April wurde das galaktische Zentrum beobachtet. In Rot hier sehen Sie eben das Event Horizon-Teleskop, also alle Radioteleskope, VLBI, Zusammenschluss mit ALMA. Die elektromagnetischen Satelliten im Hochenergiebereich wie MAGIC, HESS, im Röntgenbereich New Star, Chandra, SWIFT wurden natürlich auch dazu geschaltet, weil man wissen wollte, wenn ich ein Bild mache, wie reagieren die anderen elektromagnetischen Wellenlängen. Und das gleiche sehen Sie für M87 zwischen 4. und 12. April. Das hier sind die Beobachtungsfenster, wo M87 sichtbar war. Mit dem Südpol-Teleskop können Sie M87 nicht sehen. Ja, das kann dazu nicht genommen werden. Aber wie auch immer, das galaktische Zentrum, dafür können Sie das Südpol-Teleskop verwenden. Die Teleskope, die eingesetzt wurden, war LMT in Mexiko, dann haben Sie eins in Arizona, dann haben wir IRAM in Spanien, dann haben Sie hier ALMA. Was wichtig war, dazuzuschalten, dann im APEX in Chile, Zweier auf Hawaii und hier das Südpol-Teleskop. So, diese Daten wurden im April aufgenommen. Im April ist am Südpol Winter. Und diese Daten sind so groß, dass Sie die nicht per Internet übertragen können. Da musste man warten, bis ein Schiff wieder in die Antarktis fahren konnte und die Daten dann im November abgeholt hat und nach Europa gebracht hat. Deswegen ist das Bild dann 2 Jahre später erschienen. Natürlich musste auch noch viel ausgewertet werden, aber es war ein Problem. So, und das ist die Aufnahme vom schwarzen Loch. Das ist das erste Bild eines schwarzen Loches, was uns gelungen ist, also der Gruppe Heino Falke
Und das ist toll und das ist großartig. Und das ist super. Was weiß man zu dem Bild? Was kann man sagen? Die Auflösung, die erreicht wurde, sind 20 Mikrobogensekunden. Das kann man sich schlecht vorstellen. Das sind 10 hoch minus 9 Grad, das kann man sich auch schlecht vorstellen. Aber es würde entsprechen, wenn Sie ein menschliches Haar in 500 Kilometer Entfernung untersuchen können. Also wenn Sie als Dermatologe hier in München sitzen und untersuchen einen Patienten in Berlin, dann können Sie seine Haare untersuchen, wenn die Dermatologen sich so ein Gerät anschaffen. Das funktioniert. Ja, was weiß man zu dem Bild? Man weiß, wie groß der Schatten ist. Und der Schatten hat eine Größe von 6 Schwarzschildradien. Er geht nicht heran bis ein Schwarzschildradius. Das ist aber nicht schlimm. Ja, die letzte stabile Kreisbahn von Materie hängt vom Drehimpuls des schwarzen Loches ab. Und die kann weiter sein als ein Schwarzschildradius. Nur wenn das schwarze Loch eben maximal rotiert, dann geht das bis ein Schwarzschildradius heran. Die Größe ist 6 Schwarzschildradien und der Durchmesser ist 20 Schwarzschildradien von der Emission, die ich sehe. Das ist relativ klein. Das ist ungefähr, sind ungefähr 20.000 Sekunden, das ist ungefähr ein Viertel eines Tages, also ein Viertel eines Lichttages. Das ist die Größe, Viertel eines Lichttages, die Sie hier sehen. Was man sieht, ist, dass die Emission, dass es hier zwei Intensitätserhöhungen gibt, zwei Blobs, und in den EHT-Papieren, die veröffentlicht wurden, steht, es könnte sein, dass diese Materie sich so auf uns zubewegt unten. Dann wird sie flussverstärkt, dann wird sie erhöht. Das ist aber nicht ganz klar. Man weiß nicht genau, welcher Emissionsprozess unter dieser Beobachtung steckt. Das ist das eine. Das zweite ist, der Schatten ist nicht ganz schwarz. Er hat immer noch ein Intensitätsverhältnis von 1 zu 10. Er ist nicht schwarz. Das verwundert zunächst etwas, weil die Akkretionsrate bei M87 etwa 10 hoch minus 6 Eddington ist. Eddington ist die maximale Materieeinfall, den Sie in ein schwarzes Loch erzeugen können, bevor der Strahlungsdruck verhindert, dass mehr Materie einfällt. Also ein Millionstel fällt nur ein. Und wenn ein Millionstel nur einfällt, dann ist der Effekt der Lichtverschmutzung von dieser Scheibe, die ich gezeigt habe, die da das Licht vor mich beugt, relativ gering. Das wird in den EHT-Papieren wird das angegeben, aber es wird keine Erklärung gegeben, warum der Schatten nicht ganz schwarz ist. Wir hatten in der ersten Runde eine interessante Diskussion mit Herrn Mierwald darüber. Würde das gern, dass wir das nochmal diskutieren, bevor ich das hier öffentlich sage. Aber das war eine relativ interessante Idee. Aber es wird in den EHT-Papieren nicht erwähnt und es ist nicht ganz klar, warum der Schatten nicht tiefschwarz ist. So, bevor ich zum Schluss komme, möchte ich sagen, dass wenn wir so ein Bild machen, ist eigentlich das Ziel, dann versuchen wir zu testen, ob die Einsteinsche Theorie richtig ist, weiter zu testen. Die Einsteinsche Theorie hat alle 4 klassischen Tests überstanden. Es gibt keinen Test, der sagt, Einstein liegt nicht richtig. Auch die Messung des Sterns S2 im galaktischen Zentrum von der Gruppe von Herrn Genzel zeigen, dass es genau nach Einstein so funktioniert. Aber es gibt 2 Singularitäten, die in der Einsteinschen Theorie immer noch vorhanden sind. Das eine ist, dass am Ereignishorizont die Einfallgeschwindigkeit von Teilchen unendlich erreicht. Es geht nicht nach Einstein, weil sie Teilchen nicht auf Lichtgeschwindigkeit beschleunigen können, weil sie dann unendlich viel Energie brauchen. Das hat Einstein selbst gesagt und hat versucht, es zu überwinden in der Theorie. Ist nicht gelungen. Das zweite ist, dass es
eine Möglichkeit gibt, dass die Masse des schwarzen Loches konzentriert ist auf einen Radius r gleich 0, dann haben Sie eine unendliche Dichte. Auch das ist eine Singularität, die überwunden werden muss. Und solange eine Theorie Singularitäten aufweist, ist sie noch nicht fertig. Ja, und daran wird in der ganzen Welt gearbeitet, um diese Singularitäten zu vermeiden. In der Aufnahme mit dem Event-Horizon-Teleskop, wo Sie hier die Beobachtung sehen, das ist das zugrunde liegende Modell, was recht kompliziert ist. Also Sie haben ja Synchrotronstrahlung, die hier über dem Event-Horizon zu sehen ist. Aber es gibt einen wichtigen Punkt, das ist dieser helle Ring, der Photonring. Der taucht nach Einstein bei 1,5 Schwarzschildradien auf. Und der kann man aber mit der Auflösung von EHT nicht sehen. Ja, die Auflösung ist 20 Mikrobogensekunden. Um Einstein noch weiter zu testen, mit dem sechsten Test, müsste man jetzt von diesen 10.000 Kilometer Basislänge auf eine Basislänge von 100.000 Kilometern gehen. Da müssen Sie ein Teleskop zum Mond schicken oder in die Mondentfernung. Dann wird es schon besser oder noch besser in den L2-Orbit. Und da haben Sie eine große Basislänge, dann wird das alles schöner. Also ich kann mit dieser Beobachtung leider Einstein nicht testen. Es ist ein tolles Bild, es ist das erste Bild eines schwarzen Loches, aber ich kann leider Einstein nicht testen. Ich kann auch alternative Theorien nicht testen. Es gibt alternative Theorien, die keine Singularität haben, wo die Einfallgeschwindigkeit am Ereignishorizont nicht mehr unendlich ist, wo sie aus dem schwarzen Loch wieder herauskommen. Und dann gibt es andere Effekte. Da haben Sie plötzlich hier einen dunklen Ring, der auftaucht. Das ist immer noch die Akkretionsscheibe. Null Emission hier bei 2 Schwarzschildradien. Dann wieder helle Emission. Auch das können wir nicht auflösen. Wir müssen 20 Mal besser werden, um das zu machen. Dazu müssten wir ein weiteres Radioteleskop haben, eben in Mondentfernung oder am besten im L2-Orbit. Nach meinem Kenntnisstand ist das im wissenschaftlichen Programm der ESA im Moment nicht vorgesehen, soweit ich weiß. Aber um Fortschritte zu machen mit Tests der Einsteinschen Theorie, muss man da besser werden. Lassen Sie mich noch eins sagen zum Schluss. Ich glaube, was kommen wird, ist, oder was sinnvoll wäre oder sinnvoll ist, ist, wenn Sie das Event Horizon Teleskop, wie es jetzt ist, zusammenschalten mit dem Instrument, was Herr Genzel verwendet im galaktischen Zentrum. Das ist im Moment Gravity, was vom PI Frank Eisenhower konstruiert wurde und seinen Kollegen. Und Gravity erreicht eine Auflösung, die ist größer als das von dem Event Horizon Teleskop. Aber wenn Sie, Gravity ist sehr gut kalibriert, soweit ich das einschätzen kann, wenn Sie beides zusammenschließen mit EHT, wie es jetzt ist, und dann vielleicht eine Beobachtung im galaktischen Zentrum machen, ich glaube, das würde helfen. Und ich denke, das wird vielleicht relativ bald kommen, wenn wir jetzt die Phase, wo viele Teleskope geschlossen sind, überwunden haben. Vielleicht nächstes Jahr kann eine solche Beobachtung stattfinden. Das war's von meiner Seite. Ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie zugehört haben. Falls es Fragen geben sollte, versuche ich die zu beantworten. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Okay, nicht wundern über die Stimme aus dem Off im Livestream. Ich werde jetzt einfach mal nicht auf die Bühne kommen, um zu moderieren, weil ich ja hier auch die Fragen lesen muss. Und vielleicht, weil ich noch keine Hand sehe hier im Raum, fangen wir gleich mal mit einer Frage aus dem Internet an. Michael fragt, gibt es einen statistischen Wert, wie oft Gravitationswellenereignisse zu erwarten oder zu messen sind? Ja, es gibt Werte, die, wenn ich es recht im Kopf habe, zwischen 5 und 1000 pro Kubik-Gigaparsec liegen. Also ich habe die Zahl 5 bis 1000 in einem Raumwürfel, ich glaube, 1 Gigaparsec, glaube ich, zu erwarten wären. Also die Vorhersage ist relativ unsicher. Im Moment haben wir ungefähr so 10 Gravitationswellenereignisse detektiert.
die Vorhersage, wie viele es wirklich sein müssen, theoretisch, und was man messen kann mit LIGO, ist nicht ganz klar, weil die Vorhersage, wie viele erwarten wir eigentlich und dann wie viele sind über der Detektionsschwelle von LIGO liegen. Insofern kann man es im Moment nicht wirklich vergleichen, weil ich nicht wirklich weiß, ich habe da einen Faktor 100 in der Vorhersage der Events, und das ist dann schwer zu vergleichen mit den Gravitationswellen-Events, die wir gegenwärtig detektiert haben. Ja, dann haben wir hier im Raum gleich mehrere Hände. Fangen wir hier vorne an. Wenn man sich so lange mit solchen Sachen befasst, macht man sich doch auch eigene Gedanken. Zu welchem Schluss sind Sie für sich gekommen oder zu welcher nächsten Annahme, wie so ein schwarzes Loch weitergehen könnte? Das ist ja für uns immer noch das große Mysterium. Was kommt da? Kommt da ein Tubus? Kommt ein Übergang in ein äußeres Universum, in ein weiteres? Oder verschwindet es einfach auf Null in der schwarzen Materie oder was auch immer? Was denken Sie? Also ich muss die Frage wiederholen, damit die Leute im Internet das auch hören. Ein bisschen schwierig jetzt, die Frage zu wiederholen. Ich versuche es mal. Eine Vorstellung, wie das schwarze Loch konstruiert ist. Wie ein schwarzes Loch konstruiert ist, sozusagen. Okay. Der Fortgang aus unserem sichtbaren Bereich. Und wie er sich entwickelt, meinen Sie? Mhm. Ja. Okay, versuchen Sie es. Also wie er sich entwickelt, weiß ich. Schwarze Löcher akkretieren Materie, das wissen wir. Wir sammeln Materie auf. Wir können jetzt in der Lebenszeit, in der wir leben, in 100 Jahren, kann ich Ihnen nicht sagen, das Schwarze Loch hat seine Masse von 4,3 auf 4,4 Millionen Sonnenmassen im galaktischen Zentrum erhöht, weil es viel zu langsam ist. Das kann ich nicht messen. Aber es gibt Galaxien im Universum zwischen 10 hoch 5 und 10 hoch 9 Sonnenmassen. Also die müssen da sein. Schwarze Löcher behalten ihre Materie nicht für immer. 85 hat Hawkins gesagt, man muss zwei Theorien zusammenbringen. Das ist die Theorie der Gravitation und die Theorie der Quantenphysik. Wenn Sie in den großräumigen Bereich gehen, wo Sie schwarze Löcher, Planeten anschauen, je größer ein Wenn Sie eine Rasse, also wenn Sie eine Masse-Radius-Beziehung aufstellen, dann ist in der Welt, in die wir sehen können, je größer der Radius, umso größer ist im Prinzip die Masse, die da reinpasst. Wenn Sie in die Quantentheorie gehen, ist das genau umgekehrt. Je kleiner ein Teilchen wird vom Radius, umso größer wird die Masse. Und wenn Sie das in einem RM-Diagramm darstellen, haben Sie eine Unstetigkeit. Und deswegen ist es bisher nicht gelungen, die Quantenmechanik mit der Gravitationstheorie zu vereinheitlichen. So. Das ist die Limitation in der Theorie. Was Hawkins 85 als ersten Versuch vorgeschlagen hat, um diese beiden Theorien zusammenzubringen, er hat gesagt, ich quantifiziere den Ereignishorizont. Der Ereignishorizont hier ist eine starre Linie. Und Hawkins sagt, Quanteneffekte treten überall auf im Universum. Warum nicht am Ereignishorizont? Und hat gesagt, es kann sein, dass Teilchen mit negativer Masse in das schwarze Loch fallen und dann wird die Masse kleiner. Und diese Verdampfungsrate von schwarzen Löchern hängt mit der Masse zusammen. Und bei den supermassiven schwarzen Löchern von 10 hoch 5 bis 10 hoch 9 Sonnenmassen, dann verdampfen die durch Hawking-Strahlung auf einer Größenskala, die man sich nicht vorstellen kann. Das sind etwa 10 hoch 80 Jahre. Ja, das können wir nicht messen. Man könnte es messen, wenn sie kleinere schwarze Löcher haben, Milligramm, haben aber nicht detektiert. Die würden schneller verdampfen. Ja? Also die Zukunft von schwarzen Löchern ist vermutlich bekannt, indem sie ihre Masse verlieren, aber sehr langsam. Und das ist nicht messbar. Und das können Sie experimentell im Moment nicht messen. Und Sie können auch den Schatten, der bei M87 nicht ganz schwarz war, nicht erklären durch Hawkingstrahlung, weil die viel zu schwach ist. Ja, sie verdampfen.
Was innen passiert, weiß keiner. Das Einzige, was ich weiß, ist, wenn sie ins Schwarze Loch fallen, wenn sie noch außerhalb vom Schwarzschildradius sind, dann ist die Differenz der Gravitationskräfte, wenn sie, sagen wir mal so, mit den Füßen zuerst reinfallen, im Kopf zuletzt, dann haben sie an den Füßen eine Gravitationsanziehung von 1 Million G und am Kopf nur von 100.000 G. Und werden sie spiralisiert, dann fallen sie zerbröselt in das Schwarze Loch ein. Was das Schwarze Loch dann innen macht mit der Materie, weiß keiner. Ob das auf den Punkt R gleich 0 geht, ich weiß es nicht. Ich glaube, weiß niemand auf dieser Welt im Moment, was im Innern von schwarzen Löchern da wirklich vor sich geht. Man weiß nur, die Masse ist da. Und die Masse hat, wird man bei anderen Galaxien gemessen, die Masse dreht sich. Ja, das sehe ich im Röntgenbereich, wenn ich mir die Röntgenspektren bei 2, 3 gravitativen Radien anschaue, dann sehe ich die Effekte der gravitativen Rotverschiebung und ich kann sagen, wie schnell sich das Zeug dreht und so weiter. Aber was innen ist, kann ich nicht messen. Ja, ich hoffe, es ist ausreichend beantwortet. Ganz hinten, glaube ich, war die nächste Frage. Also ich formuliere es mal andersrum. Die Frage ist quasi, warum sieht man diesen Ring als aus Licht um das schwarze Loch herum? Warum wird das Licht nicht sozusagen ins schwarze Loch rein gesaugt? Weil, also es gibt diese sogenannte Akkretionsscheibe, wo dieses Licht, was Sie sagen, emittiert wird. Dieses Licht wird emittiert bis halt maximal ein Schwarzschildradius, dann wird es dunkel. Aber außerhalb von diesem Schwarzschildradius reichen die Effekte der gravitativen Rotverschiebung, das ist, jede Masse hat eine gravitative Rotverschiebung, ja, reichen nicht aus, um das Licht zu unendlich kleinen Energien zu verschieben. Wir haben immer noch, wir sind genügend weit weg, wir sehen zwar relativistische Effekte, wir sehen Rotationsgeschwindigkeiten von 100.000 Kilometern, das ist ein Drittel der Lichtgeschwindigkeit. Das sehen wir noch. Dieses Licht ist beeinflusst, wird blau verschoben, wird rot verschoben durch den relativistischen Doppler-Effekt. Es wird gravitativ rot verschoben, indem das Licht allgemein dunkler wird, je schwerer die Masse ist. Aber es ist noch nicht auf Null durch das schwarze Loch heruntergegangen, weil über einem Schwarzschildradius die Kräfte des schwarzen Loches nicht ausreichen, um die umgebende Materie auch dunkel zu machen. Okay, ich nehme mal eine Frage aus dem Live-Chat, die ist nämlich bestimmt ganz leicht zu beantworten, und zwar, ob so was wie diese Gravitationswellen-Satellitenmission ELISA, ob sowas im Bereich der Radioastronomie auch geplant ist. Also Radioteleskope im Weltall stationieren, um eben eine größere Basislänge zu bekommen, glaube ich, war der Hintergrund. Also das hatte ich gesagt, glaube ich. Bei Radioteleskopen ist mir jetzt nicht bewusst, dass man in den erdnahen Orbit zumindest geht. Natürlich ist es der Wunsch von dem EAT-Konsortium, von dem wissenschaftlichen Leiter Heino Falke, der das, glaube ich, auch angesprochen hat, dass das ein Ziel ist, also bis zum Mond zu gehen. Ich selbst kenne aber keine konkreten Planungen, Radioteleskope weiter. Es wäre schon wünschenswert, um die Auflösung zu verbessern. Und was auch wichtig wäre, wir brauchen ein Bild vom galaktischen Zentrum, was ja beobachtet wurde angeblich. Das wäre toll, wenn wir das vergleichen könnten mit M87, dann haben wir ein zweites Referenzobjekt, wo Lichtverschmutzung wirklich gegen Null geht. Das wäre ein sehr, 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 sehr schönes, sehr schöne Aufnahme, glaube ich, wo wir dann weiterkommen. Ich glaube, hier habe ich noch eine Frage gesehen, ja? Ja, Sie haben vorher von 4 Nachweisen der Relativitätstheorie gesprochen, dann haben Sie die Gravitationshochverschiebung. Was sind die anderen? Oh, jetzt bin ich in der Prüfungsstress. Also, das ist die Frage, die ich immer stelle meinen Studenten. Jetzt kriege ich es wahrscheinlich nicht hin. Also, der erste ist Periheldrehung. Periheldrehung heißt, dass Merkur zum Beispiel den nächsten Punkt
den sonnennächsten Punkt nicht immer an der gleichen Stelle erreicht. Er verschiebt sich leicht. Nach Newton können Sie das nicht erklären. Nach Newton kreisen die Planeten schön rum. Und als die Messung genauer wurde, man hat gesehen, der Perihelpunkt von Merkur verschiebt sich, konnte man das nicht erklären. Aber Einstein kann es erklären, weil sich da der Raum dreht und so weiter. Das ist erste Test ist Periheldrehung. Zweiter Test ist Hals-Taylor-Pulsade, wo man gesehen haben, dass die schneller zusammenstoßen, ja, nach der Vorhersage von Einstein. Der dritte ist Light-Bending. Das ist, was die 19 gesehen haben, dass man einen Stern hinter der Sonne bei der Sonnenfinsternis sieht. Und das vierte ist der sogenannte Shapiro-Delay. Wenn Sie ein Radiosignal von der Erde zum Jupiter schicken und lassen es dort reflektieren und es kommt wieder zurück, dann hat es eine gewisse Lichtlaufzeit. Die kennt man, weil man die Entfernung Jupiter-Erde kennt. Nach dem dritten Keplerschen Gesetz kann man das genau messen. Wenn auf dieser Sichtlinie Erde Jupiter Mars steht und Sie schicken ein Radiosignal zum Jupiter, dann wird dieses Signal leicht abgebogen durch Lightbending und kommt zurück und hat eine längere Lichtlaufzeit. Shapiro-Delay, vierter Beweis. Dann sage ich noch, der fünfte Beweis wurde von Genzel geliefert, Nachweis der gravitativen Rotverschiebung durch den Stern S2 2018 mit Gravity. Danke. Ja, nachdem ich gerade keine Hände... Doch, ich traf vor mir, genau. Gibt es eine Regel, wo zumeist schwarze Löcher auftreten? Also wir wissen ja, oder vermuten eben in der Mitte der Milchstraße, im Zentrum der Milchstraße, aber wo treten schwarze Löcher normalerweise auf? Wo sind die meisten schwarzen Löcher? Also für den Live-Chat nochmal. Also wir vermuten, dass in jeder Galaxie ein supermassives schwarzes Loch ist. Ob es jetzt noch aktiv ist oder nicht. Ja, das sagt diese Masse-Geschwindigkeitsrelation, die man gemessen hat. Also in jeder Galaxie vermutet man, dass es dort ein supermassives schwarzes Loch gibt. Ob das nur noch hell leuchtet mit der Akkretionsscheibe oder nicht, ist wurscht. Aber die Masse ist so groß, dass die Geschwindigkeit im Gebiet der schmalen Emissionslinien immer noch durch die Masse 10.000 Kilometer, 10.000 Lichtjahre Entfernung immer noch bestimmt wird durch die Masse des schwarzen Loches, was im galaktischen Zentrum ist der Schwarzschildradius ungefähr 10-mal die Entfernung Erde-Mond. Ja, diese Masse oder die Masse auf einem Schwarzschildrad dominiert die Bewegung von Sternen in der gesamten Galaxie und das sind alle Galaxien so. Die andere Art von schwarzen Löchern sind eben die schwarzen Löcher, die sie bei der Sternentwicklung haben. Ja, nicht jeder Stern endet, wenn die Kernfusion aufgebraucht ist, in einem schwarzen Loch. Wenn die Kernfusion aufhört, wenn sie alles bis 56 Eisen aufgebaut haben, ja, dann funktioniert der PP-Zyklus, der CNO-Zyklus, das Heliumbrennen. Alle diese Kernfusionsaufbauelemente bis 56 Eisen funktionieren nicht mehr. Dann hört der Strahlungsdruck auf. Und der Stern fällt unter seiner eigenen Gravitation zusammen. Und dann werden die schweren Elemente bis hoch ins Periodensystem aufgebaut, in Millisekunden. Wenn die Masse, die Endmasse bei diesem Stopp von der Kernfusion aufhört und wenn sie über 3 Sonnenmassen liegt, dann entsteht ein schwarzes Loch. Wenn sie zwischen 1,4 und 3 Sonnenmassen liegt, haben sie einen Neutronenstern. Ein Neutronenstern hat eine feste Oberfläche. Das sind alle Elektronen, da gibt es keine Atome mehr. Alle Elektronen und Protonen sind zusammengepresst und werden zu Neutronen. Das sind Neutronen. So ein Kubikzentimeter von so einem Neutronenstern wiegt unheimlich viel, ein paar Tonnen. Ja? Aber das ist eine feste Oberfläche, das ist kein schwarzes Loch. In einem schwarzen Loch kann ich nicht reinschauen. Und wenn die Masse zwischen einer und 1,4 Sonnenmassen liegt, wie es bei uns die Sonne ist, dann ist das Endstadium ein weißer Zwerg. Weißer Zwerg ist relativ unspektakulär. Man hört halt, bei unserer Sonne wird es so sein in 4 Milliarden Jahren. Dann hört die Kernfusion auf
dann bleibt die Sonne noch relativ lang heiß und kühlt nur langsam ab, weil die Dichte oder die Kühlung im interstellaren Medium klein ist. Also die Anzahl der Atome, die sie da pro Kubikzentimeter haben, ist so klein, dass der Stern nicht wirklich effektiv gekühlt werden kann. Die strahlt dann noch für ein paar 10.000, 100.000 Jahre, aber wird dann immer dunkler. Also unspektakulär. Ein weißer Zwerg stirbt relativ langsam und einsam und ist nicht auffällig. Ein Neutronenstern wird gerne beobachtet, weil wenn er ein Magnetfeld hat, dann gehen auf die Pole extreme Energien und er hat Magnetfelder und so weiter. Und beim schwarzen Loch halt, ja, sehen wir nicht mehr, was innen ist. Dann haben wir aber den Vorteil, durch die hohe Masse sehen wir sehr starke Gravitationseffekte im Nahfeld. Und wenn ich Materie detektieren kann, die bis auf 1,2 Schwarzschildgradien herangeht, bei einem maximal rotierenden schwarzen Loch, dann kann ich extreme Rotverschiebungen in der Eisenkar-Alpha-Linie sehen. Ich sehe asymmetrische Linienprofile und so weiter. Ja, gern. Frage ist, wie quasi das supermassereiche schwarze Loch im Zentrum von der Galaxie sozusagen ursprünglich entstanden ist. Ob das ein stellares schwarzes Loch gewesen sein könnte oder woraus sowas dann möglicherweise kommt. Ich sage erstmal das, was ich nicht verstanden habe. Wenn ein Stern einem schwarzen Loch zu nahe kommt, unter einem bestimmten Radius, dann wird er zersessen durch Gezeitenkräfte und der Stern fällt ein. Es sind diese Tidal Disruption Events. Und das schwarze Loch wird nochmal gefüttert und leuchtet hell auf. Das ist das, wenn ein Stern dem schwarzen Loch zu nahe kommt. Was Sie meinen ist, wachsen die schwarzen Löcher von einer Sonnenmasse auf eine Million Sonnenmasse. Ich glaube, das ist schwierig, weil die Lebenszeit, wo die schwarzen Löcher akkretieren können, relativ kurz ist. Ich glaube, der Grund liegt woanders. Ich habe es kurz gezeigt. 400.000 Jahre nach dem Urknall haben wir diese Gravitationstäler und diese Gravitationsberge, wo die Emission von den Wasserstoffatomen nach einem Planck-Spektrum erfolgt. Und dieses Planck-Spektrum zeigt aber Temperaturabweichungen von 10 hoch minus 6. Also es gibt Gebiete, die sind ein bisschen heller in der Emission, also höher in der Energie und manche sind geringer in der Energie. Und der Grund dafür ist, dass unter diesem Lichtteppich irgendwas liegen muss, was Gravitationsmacht. Und wenn diese Gravitation Gravitationstäler hat, dann hat es so ein Photon schwieriger herauszukommen oder es verliert Energie und kommt beim Beobachter mit ein bisschen weniger Energie an, wenn es auf dem Berg sitzt, mit mehr Energie. So, gehen wir an die Täler. Diese Täler sammeln Materie ein. Zumindest ab 400.000 Jahren nach dem Urknall. Und je mehr Materie da einfällt, umso mehr wird angezogen. Umso mehr Materie fällt ein. Umso schneller wachsen diese Materiekonzentrationen in diesen Potentialtöpfen, die entstehen oder die man sieht, die man nachgewiesen hat, 400.000 Jahre nach dem Urknall. Und wenn da genügend Masse einfällt und ich habe daneben einen Trichter, der wenig hat, dann gewinnt natürlich der Trichter, der mehr Masse hat, weil er zieht mehr Masse an. Und das sind die Keimzellen für die Entstehung von Galaxien, die dann eine Milliarde Jahre nach dem Urknall plötzlich auftreten. Die wachsen also 400.000 Jahre nach dem Urknall, beginnen die zu wachsen und wachsen dann bis eine Milliarde Jahre nach dem Urknall und dann sehe ich sofort plötzlich in aller Schönheit ihre Galaxien mit ihren schwarzen Löchern. Und ob jetzt da zuerst die Galaxie da war oder erst das schwarze Loch, das ist, glaube ich, noch nicht wirklich geklärt. Aber zumindest das Wachsen der Massenkonzentration von Milliarden von Sonnenmassen, das entsteht
kurz nach dem Urknall, in dem diese dunkle Materie, diese Gravitationstäler formt. Und dann fliegt da immer mehr Materie ein. Und wenn die Temperatur über 15 Millionen Kelvin geht, dann startet eben die Sternentstehung. Dann startet der PP-Zyklus. Und dann beginnen die Sterne zu leuchten. Und dann haben wir vermutlich auch im Zentrum eine hohe Massenkonzentration von einem schwarzen Loch. Aber ob jetzt die Galaxie das zuerst triggert oder ob das schwarze Loch zuerst da ist, ist nach meinem Kenntnisstand noch nicht ganz erforscht. Okay, ich nehme jetzt gleich mal noch eine Frage aus dem Live-Chat. Der Stefan wartet schon ein bisschen länger auf die Antwort und fragt, was Sie denken, wo man sich mit der Gravitationswellenastronomie so in ein paar Jahrzehnten, so in 30 Jahren vielleicht befindet und ob auch da in dem Bereich irgendwie Amateurastronomen unterstützen können. Also der Durchbruch in der Gravitationswellenastronomie wird mit ELISA kommen, was ein Großprojekt von der ESA ist, was genehmigt ist. Das wird starten 2032, 2034. Dann bin ich im Orbit und dann kann ich sehr viel genauere Messungen von Gravitationswellen machen. Wie viele Ereignisse detektiert werden, kann ich jetzt nicht vorhersagen. Selbst wenn viele vorhergesagt werden, ist das Ganze nicht so ganz einfach. Wissen Sie, weil die Theoretiker machen Modelle, wie der Verlauf einer Gravitationswelle aussieht. Das hängt von verschiedenen Parametern ab. Wie ist die Masse und so weiter, wie ist die chemische Zusammensetzung. Das ist relativ kompliziert. Das können wirklich nur die Fachleute, die wirklich mit Sternentstehung, mit der Theorie der Sternentwicklung sich da auskennen. Die haben da hunderte von Templates, die sie durchspielen und sagen, bei der Masse entsteht dieses Signal. Die Community ist immer gerne eingeladen, damit zu arbeiten. Ich vermute aber, dass die Auswertung schon recht kompliziert ist. Wenn es natürlich Milliarden von Ereignissen gibt, dann sieht es anders aus. Aber diese Gravitationswellenerforschung ist relativ komplex und hochstrukturiert. Lassen Sie mich noch eins sagen. Ich glaube, man kann aus diesem Ringdown kann man sehr viel lernen, ob diese Ereignishorizonte quantifiziert sind oder nicht. Wenn die starr sind, dann hat man ein anderes Ringdown-Verhalten, als wenn die Ereignishorizonte nach Hawkins quantifiziert sind. Daran wird zurzeit gearbeitet. Man weiß zum Beispiel, dass wenn es Abstoßungseffekte wie beim Yukawa-Potential in der Kernphysik gibt, wo sich die Atomkerne nicht beliebig dicht packen können, wenn es solche Effekte gibt, dann ist diese Abstoßung, das haben wir jetzt gelernt, durch Nielsen 2018 mit seinen Papieren, dann ist diese Abstoßung nach einem Potenzgesetz geht nicht mit Gamma gleich 3, sondern muss mit Gamma gleich 4 oder höher gehen. Also da hat man schon was gelernt und das geht in die richtige Richtung. Diese beiden Sachen, die nicht vereinheitlicht sind, die Gravitationstheorie und die Quantenmechanik zu vereinheitlichen. Also da wird man viel lernen über den Ringdown, ist meine Vermutung. Jetzt schaue ich mich nochmal um. Dann haben wir hier noch eine Frage. Ja. Was müsste passieren, dass diese Singularitäten verschwinden? Okay. Ich wiederhole es nochmal, was passieren müsste oder was man rausfinden müsste, damit man diese Singularitäten los wird in der Theorie über die schwarzen Löcher. Sie müssten diese Gleichung verändern. Also Sie sehen hier den T ist der Energie-Momentum-Tensor. Dann haben Sie hier den Ritchie. Oder einfach, gibt es ja Chancen, dass das passiert?
Ja, es gibt eine Theorie, die Hess und Greiner veröffentlicht haben 2009 und an der ich, Andreas Müller, auch mitgearbeitet haben, wo wir in diesen Term hier, ich werde es nicht zeigen, aber wo wir an diesen Energiemomentum-Tensor noch einen repulsiven Term angefügt haben. Und dann sind die Singularitäten weg. Und diese Theorie wurde relativ angenommen, gut angenommen in der Community. Es war zum Beispiel in den Athena White Papers, in dem neuen Röntgensatelliten, wurde diese Theorie aufgenommen. Und auch als wir das White Paper geschrieben haben für das Event Horizon Teleskop, wurden wir gebeten, dazu einen kleinen Beitrag zu schreiben. Es gibt auch Gruppen in Amerika, wie Psaltis, die auch toll sind. Aber durch Hinzufügen eines repulsiven Terms an den Energiemomentum-Tensor können Sie verhindern, dass die Geschwindigkeit von Teilchen, wenn sie ans schwarze Loch kommen, nicht mehr unendlich sind, sondern nach dieser Theorie hat sie einen bestimmten maximalen Wert, der ist gar nicht so schlimm und fällt dann sogar wieder ab, geht auf Null. Deswegen haben wir da diesen schwarzen Ring. Das sind Signaturen in den Bildern, die unterschiedlich sind zu Einstein, aber die ich nicht zeige, weil wir sie im Moment nicht testen können. Dann ist die unendliche Geschwindigkeit am Eigensatz und weg. Und nach dieser Theorie können Sie, wo habe ich das da? Nee, ich zeig's nicht. Also, lassen Sie mich abschließen. Grundsätzlich, ja. Ja, also das eine war, dass Sie diese Abstoßungskraft hinzufügen. Das andere war, dass Sie, wenn Sie das Potenzial auftragen gegen den Radius, effektive Potenzial, dann geht es bei und Testteilchen darum, mit einem bestimmten Drehmoment, Drehimpuls, Drehmoment umkreisen lassen, dann geht es bei Einstein geht es auf Null, dann kommen Sie nicht mehr raus. Beim Yukawa-Potenzial, schauen Sie Lexikon der Astrophysik von Andreas Müller, da ist das erklärt, beim Yukawa-Potenzial gehen Sie auf Null, aber es gibt bei 1 RS wieder ein Anstieg. Damit kann Materie das schwarze Loch wieder verlassen. Also wenn Sie sowas einbauen in diese einsteinschen Gleichungen, da gibt es erste Ansätze. Da gibt es Theorien, wo das zumindest weg ist, aber testen können wir es nicht. Und das ist leider der Fall im Moment. Aber es gibt Ansätze. Und dazu müssen wir besser testen. Das ist vielleicht das schlechte Wort jetzt in diesen Zeiten, aber wir müssen besser beobachten. Gut, hat vielleicht noch jemand zum Abschluss eine einfachere Frage? Nicht? Dann würde ich sagen, nehmen wir einfach diese Herausforderung mit aus dem Abend. Ich komme noch mal ganz kurz auf die Bühne. Muss noch was übergeben. Denn Professor Boller hat ja jetzt ein riesiges Durchhaltevermögen bewiesen. Also 2 Vorträge auf höchstem Niveau und dann auch noch Übertragung ins Internet. Deswegen gibt es ein Geschenk, besser gesagt sogar ein dreiteiliges Geschenk, ein paar Kleinigkeiten aus der Sternwarte, was wir sonst auch so verkaufen bei uns. Genau, ich hoffe, Sie können was damit anfangen oder haben ansonsten andere Abnehmer dafür. Und damit möchte ich mich nochmal ganz herzlich bedanken, natürlich auch hier im Saal und bei den Leuten im Livestream. Danke auch für das Fragen. Vor allem bei Ihnen. Vielen Dank. Genau. Nur noch als kleinen Hinweis, von der Volkshochschule soll ich ausrichten, es ist immer am Dienstag Naturwissenschaftstag, also gibt es auch viele Vorträge, alle natürlich unter den Bedingungen wie jetzt, aber umso mehr ist Zeit für die einzelnen Fragen dann. Und auch in der Volkssternwarte, der Flyer liegt hier aus, gibt es wieder Vorträge, zum Beispiel auch mit Thomas Boller am 12. März 2021 geplant über die Frage, wie alles begann, wie alles endet, also Kosmologie, Anfang und Ende des Universums, würde ich mich natürlich freuen, nochmal einige begrüßen zu dürfen. Aber wer jetzt ganz heiß auf, sagen wir mal, etwas plakativeres Thema vielleicht oder etwas näherliegendes Thema ist, kann auch schon nächsten Freitag einen Vortrag über die Venus anhören, der allerdings leider dann nicht hier in der Volkshochschule stattfindet, sondern nebenan im Einstein-Kultur. Tickets dann auf unserer Internetseite. Und ja, damit hoffe ich, es hat allen gefallen. Ich weiß nicht, ob Sie noch 2-3 Minuten da sind für Detailfragen hier. Leichte Fragen gehen noch. Kann man auf den Sicherheitsabstand sich annähern. Ich würde sagen, freut sich auf ein Bier.
Ja, weil ich muss noch fahren nach Hause. Genau, und für die Internetzuschauer. Es gab nur eine Flasche Wasser von der Volkshochschule, die mir zur Verfügung gestellt wurde. Ja, für die Internetzuschauer noch, der Livestream war ja kostenlos. Wir freuen uns natürlich über Spenden freuen. Dazu gibt es jetzt gleich noch ein Abschlussbild. Stellen wir rein, oder? Bitte? Stellen wir rein. Ja, okay. Gerne. Ja. Genau. Okay.